Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zum vorletzten Tag aus Reykjavik. Wir haben heute ein kleines Let's Eat vorbereitet. Wir sehen hier vorne auf der anderen Kamera, ich bin es jetzt mal eins, sehen wir ein paar Süßigkeiten, ein paar Getränke, ein paar Sachen, Fisch, ich hoffe, es schmeckt. Und wir probieren einfach mal alle Sachen nacheinander. Ich würde sagen, suchen wir mal was aus, mit was wir beginnen. Also es sind meistens die Sachen, die wir jetzt von zu Hause oder von Deutschland eben nicht kennen. Das sind zum Beispiel einmal wunderschöne, was haben wir hier? Toffifee Crisp Teile, okay. Wir haben unten noch eine Spottschüssel, falls es nicht schmecken sollte. Ich mache einfach mal auf, fangen wir mal an hier. Einfach mal auf. Ich bin übrigens gerade in Reykjavik in einem sehr netten Hotel. Eventuell hat man es in dem Video davor oder danach gesehen. Ich weiß noch nicht, wie wir schneiden. Weil wenn ihr das Video seht, sind wir ja schon wieder längst in Deutschland. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht gut aus. Das normale Schokolade. Aus wie normale gute Schokolade. Boah, aber fette Stücke. Probieren wir mal. Ich glaube, es wird mehr geil als schlecht. Probieren wir mal. Es crunch ein bisschen. Ein bisschen crunchy. Ist da noch Karamell dabei? Mit einem creamy Karamell Filling. Ich würde sagen, wir machen das gerade von 1 bis 10. Und jeder kann sagen, wie es klasse geschmeckt hat. Finde ich eine 9. Eine 9? Ich würde sagen eine 8,5. Das klebt ein bisschen im Mund. Also chill hinten. Oh, warte, ich muss mal kurz hier. Machen wir weiter. Dann kommt noch eine ganz kleine, pass nicht mal die Kamera rein. Eine ganz kleine Süßigkeitenbox. Muss das auch noch rein? Oh Gott, wir haben sogar zwei Süßigkeiten-Säcke. Nicht Boxe. Boxen. Oh mein Gott. Übrigens haben wir auch delikaten Weißwein in Form von Mineralwasser, um meinen Mund dann durchzuspülen. Jahrgang 2017, trocken. Ich glaube, der Reykjavik Wein ist schon gut. Wir mischen jetzt hier noch ein bisschen Drogen zusammen, kann ich bitte nicht wundern. Alter Schwede. Dann schau sich mal, ich krieg's dann hier in die Kamera rein. Ne? Diesen fetten Beutel an. Oh Gott. So siehst du raus. Ich würde sagen, wir suchen ja so gut aus. Ich glaube, wir können uns morgen. Schüssel oder so? Ich hole eine. Ich glaube, morgen kann man uns in das Flugzeug reinrollen einfach. Zu klein. Egal, hau rein. Die Kohle, bitte. Nur noch größer, ne? Jetzt darf man nichts mehr ausspucken, sonst haben wir ein Problem. So. Hast du sogar auf den Kopf? Ach du Scheiße. Ach du. Boah, ich hau so eklig aus, das da. Oh, okay. Je. Fangen wir an. Ja, lecker. Was ist das? Oh, was ist das? Wie kacke auf? Das sieht sehr lecker aus. Ich habe auch eins hier. Ich habe auch eins hier, bitteschön. Hier kann man sehen. Okay, 3, 2, 1. Boah. Okay. Boah. Boah. Ich glaube, es ist wieder Kritzfett. Boah, ich. Das ist verhärtet. Boah, ja. Schmeckt ein bisschen wie der Kritz. Nur eklig. Mit Eschweifer gar nicht von mir, ist egal. Boah, ich. Es ist ein Gemisch aus Schokolade. Also außen so eine. Ah. Wenn eine alte Oma auf dem Klo hockt. Und es kommt nur stückchenweise raus. Von der Konsistenz so. Oh, jetzt geht's eigentlich. Okay, nee, ich geh überhaupt jetzt mal nicht, woher du das weißt. Oh, Komm, jetzt kommt das nächste. Richtig knifflig. Boah. 1 bis 10? Oh nein. 1 bis 10, auf jeden Fall eine 2. 0. Oh nein. Ich hab schon gezeigt. Hier ist richtiges eklig. Oh, das klebt auch voll. Da scheint ein Bomber. Boah! Ich glaube, die Leute. Oh. Boah! Wobei? Das ist mega eklig schon wieder. Boah, Alter. Das Geile ist, ich habe mir vorgestern an der Lippe gebissen und es brennt. Oh Gott. Leute, tut mir leid, ich muss nachschicken. Was ist da drinnen? Boah, ich muss nachschicken. Boah, ich. Schmeckt nach Stein. Das schmeckt nach Pilze, wenn du mich fragst. Wenn du mal reinschauen, schmeckt das schmeckt nach Scheidenpilze. Wir sind doch Pilze, ey. Boah. Okay, bis jetzt echt, nimm mal irgendwas Leckeres. Okay, diese Pizza. Das sieht aus wie Pilze in Oliven. Das sieht schon aus wie Pizza.
Zur Pizza fällt mir eine gute Geschichte ein, wenn wir sie erzählen mit gestern. Nein. Nein, das sehen wir nicht. Also Pizza schmeckt hoffentlich auch in Haribo-Form gut. Und weil man sagen muss, ich glaube, oh, es schmeckt ganz gut. Ist jetzt auch nicht ganz geil. Und Welten besser als die zwei Sachen davor. Ich würde sagen, nein, wirklich nicht. Ich würde sagen, kommt von mir eine 7. 7-0 von dir? Ja, 6. 6 und 7. Also 6 und 7. Machen wir weiter mit irgendwas Geilen, hoffe ich. Oh nein, Alter, Straußeneier. Nein, Vogeleier. Ich habe übrigens vorgestern Vogeltod gefahren an dieser Stelle. Grüße an dich, mein Freund. Es schaut aus wie so kleine Straußeier. Auf 3, okay? 1, 2, 3. Das ist ganz gut. Ich habe Angst drauf zu beißen, dass was rauskommt. Schmeckt ein bisschen wie die Schokolade drin. Das ist ja M&M-Dinger. Oder Smarties. Also, ja, komm her. Wobei. Ja, das geht. Was nächste? 1 bis 10? Ja. Mittelfeld. Ich würde eine 4,5 geben. Also 4,5 von mir, von dir. Ja. Nur einfach rot und blau. Schon gezeigt? Mittelfeld. Ja, jetzt so eine kleine Dimmerle. Fällt mir so deine. Kleine. Na. So wir fallen wieder schlechte Vergleiche ein. Also ich auch eine Vogelbeere, wenn man ehrlich ist. Aha. So wie schmeckt. Wie Skittles. Wie Skittles. Nur ein bisschen fruchtiger, süßer. Echt gut. Nicht schlecht. Würde ich eine 8 geben und du? Ich gebe noch eins. Würde ich eine 8,0 geben. Schmecken wirklich nicht schlecht. Vor allem in diesen ganzen Supermärkten, da gibt es so ein ganzes Regal, wo man quasi in die Tüte selber die Sachen machen kann. Denn 100 Gramm wiegen 280 Kronen oder so, müssten 2,80 Euro ungefähr sein. Ist also echt okay. Das heißt, glaube ich, irgendwie... Ist dir mal aufgefallen? Machen. Boah. Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen verrotzt. Ich bitte und packen Sie kurz, bleiben Sie dann einfach einschneiden. Die Tüte, wo man das abpacken soll. Jetzt kommt's. Die wiegt schon 10 Gramm. Nein, da steht Colgate drauf, die Zahnpasta-Marke. Das ist eine gute Werbung, eine Schleichwerbung. Man frisst Süßigkeit und soll danach bitte Colgate benutzen. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Okay, jetzt. Schauen wir kurz, ob meine Kameras noch laufen. Sieht gut aus. Es geht weiter. Nein, ich suche die aus. Oh Gott, oh nein. Solche Melonenbälle da. Das holen wir mal so zwei Melonenbälle. Sieht ein bisschen aus wie so, ja, keine Ahnung. Wie die kleinen Dinger vom Garten, nur groß. Was ist das? Wie ein Kaugummi. Boah. Gleich fliegt mir das Gebiss raus. Das ist hart, ey. Aua. Da muss ich ein bisschen kauen. Aber es geht eigentlich. Kennst du diese billigen Kaugummis? Mhm. Die so, so 10-mal draufpassen, die lösen sich auf? Genau so. 1 bis 10. Von mir gibt's. Noch 3. Von mir gibt's eine 4. Der Geschmack ist ganz gut. Gibt eine 4. So, machen wir weiter, liebe Leute. Die Bowling-Dinger noch. Bowling, was ist das denn schon wieder? Was ist denn das schon wieder? 2? Nein, du Alter. So schauen die Teile hier aus. Autofokus. So schauen die aus. Sind so kleine Melonenteile. Schön, dass er nicht scharf stellt. Hallo? Ja. Sorry, meine Hand erkennt er irgendwie nicht. Auf jeden Fall sind es wie so kleine Kegel oder Melonen. Ja, zwei so Sekunden Regel. 1, 2, 3. Das heißt, diese Veggie-Werbung. Hat jetzt? Nee. Weiß nicht so? Nee. Ich mal jetzt was an die Wand. Oh, hab ich gar keinen Bock auf die. Das ist Kreide, glaube ich auf jeden Fall. 1 bis 10, was sollst du geben? Ja, ist wurscht, irgendwie grün wäre hin. Ich würde eine 3 geben, ist nicht so geil. Jetzt gibt es schon mal Mahlkreide oder Esskreide. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich bin nach Lakritz, aber. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will nicht. Ich hasse Lakritz. Mmh, lecker. Boah. Boah, nein. Boah. Schmeckt wie Kreide. Jungs, boah, ne. Minus 10. Boah, das schmeckt aber wie Kreide.
Hast du schon mal probiert oder was? Ja, von mir eine klare Null. Boah, ich hasse Lakritz und das war jetzt echt. Ich weiß nicht, was ich die eklig ist, aber ich sag extra nix. Nur das da. So hier Regenbogen, Digga. Ein paar Regenbogenwürste. Okay. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Oh. Diese dünnen Schlangen da. Vom Schreibwarenladen. Merke mal, gut. Würde passen. Wie bist du, Digga? Muss da du erstmal noch eins weiß. Die schaut auch sehr lecker aus. Und nur eins ist natürlich schade. Ach Mensch, du. Leider musst du das nächste der Chris probieren. Tut mir sehr leid. Ich hab ein zweites gefallen. Oh nein, das ist auch ein zweites. Boah, Alter, sieht so eklig aus. Das sieht sehr. Das ist auch schon wie so ein Stück Seife. Ja, ne? Bin zu hart. Erst du, ich lass den Vortritt. So voll die Ruhe. Hä? Soll es nach irgendwas schmecken? Es schmeckt ein bisschen Schokokaramell. Ist jetzt nicht so schlecht, aber nicht so intensiv. Probier mal. Nee. Finde ich selbst schon schlecht mit meinem Gummibärchen. Super. Oh. Schmeckt nicht so geil. Ich weiß nicht, was das schmecken soll. Karamell mit Schokolade. Haben die schon Halloween, weil die so komische Dinger verzeihen? Oh, das ist so jetzt. Wir haben den gummitoten Kopf. Den Gesicht nach zu urteilen. Super. Und? Hat keine Geschmacksrichtung, glaube ich. Gibt's ja mir auch nicht. Ich muss auch mal kurz nachdenken. Prost, liebe Leute. Erstmal ein bisschen hier nachspülen. Boah. Boah, wir haben noch so viele Süßigkeiten. Ich kann die gar nicht alle essen. Ich pick jetzt mal noch ein paar lustige Sachen raus, weil. Ich nehme jetzt mal noch das hier. Wir müssen alles essen und das ist das gute Bärchen. Ne? Ich will auch. Wo ist das? Wie sieht's aus? Ah, ja, sogar. Oh, ich hätte nicht so gerne gut fressen. Also, es gibt viele Sachen, weil die Isländer schmecken nicht so geil. Aber ich habe auch eins. Schmeckt auch nach nichts. Nach nichts mit Zucker. Mhm. Wie du auf der Schuhsohle kaufst. Stell ich mir geil vor. Mm. Was zu trinken, oder zwischendurch? Nee, jetzt probieren wir mal das da. Das sieht überall raus. Also ich weiß nicht, was ist. Das ist irgendwas mit Tattoo, keine Ahnung. Ahoi Brause. Auf Isländisch, vielleicht, keine Ahnung, sieht so aus. Halt das mal hier in der Kamera, was? So, bitte. Ahoi Brause haben wir hier, oder keine Ahnung, was ist. Sour Apple. Sour Apple? Ah, okay. So mit dem Finger rein dann. Nee, das ist cooler. Pass auf. Reinschnupfen durch die Nase. Ist so ein Lolli dabei? Lutsch mal. Ich so, ich. Mach du doch. Mach du. Das ist nämlich diese Spratzeldinger. Ich pack die nicht im Mund. Geiles Thumbnail. Und es gibt ja welche, die spratzeln auf der Zunge, die pack ich gar nicht. Esst du sowas? Ja. Na, wie schmeckt? Und dazu noch ein eklig, weil das schmeckt nicht nach Apfel. Ich will einfach nur nach Zuckerkruste. Lecker, lecker, lecker. Das ist wie ein Penis, ey. Wer weiß, Originalgröße, ne? Bei dir, ja? So, kurzer Cut. Warte kurz. Bewerte erst von 1 bis 10. Ja, gibt eine 7. 7, eine 7 vom Meister. Ich hab Bock auf was Flüssiges. Warte kurz. Und dazu. Mit einem nassen Schwamm wahrscheinlich drauf machen vielleicht die Kinder. Also für uns. Boah, nee. Nein, ich will kein Tattoo, ich will nicht. Mama, ich wollte mich nie tätowieren lassen, okay? Muss trotzdem das machen wahrscheinlich. Andersrum, oder? Okay, Live-Tattoo stechen jetzt seit dir im Video. Ich hoffe, das ist richtig. Muss man noch nass machen, oder? Oh, die sind da schon drin. Jetzt wird so live jetzt ein Tattoo stechen hier. In Reykjavik. Guck mal kurz das Ding da drunter. Ist doch Tattoo, ist ja noch wieder. Oh, dieser viel? Das reicht. Oh Gott, mein ganzer Arm wieder lassen. Wieso muss eigentlich ich mir das Tattoo mit Sinn machen lassen und nicht du? Ich
wollte immer mein Tattoo haben. Was ist das überhaupt? Eine Maus? Nein. Geil! Geiles Tattoo, liebe Leute. Ich wurde tätowiert. Ich wurde live tätowiert. Man erkennt wahrscheinlich gar nichts, ist aber auch gar nichts geworden. Und wisst ihr, was bei diesen Tattoos das Beste ist? Man kann es leicht wieder wegmachen. Ich will dich nicht. Das ist das Hotel, ne? Wir machen das voll schmutzig. Okay, das kommt richtig. Weiter geht's. Mr. Couleur. Mr. Couleur. Das war ekelhaft, Mann. Das sieht so aus. Boah, jetzt bin ich schon wieder richtig eklig. Okay. So sieht das aus. Das scheint lecker zu sein. Was gibt's denn? Man kriegt meinen Kakwitz so sehr. Boah, Mann. Das ist ja nicht so eklig, dass ich es rausspucken würde, aber. Boah, nee. Und dann kriegst du nicht, wir werden keine Freunde mehr. Ja. Mm. Boah. So ähnlich wie Skittles, nur eklig. Und größer. Hm? Boah, nee. Voll Teufel. Nee. Nee. Ja, ich bin schon voll voll. Weiter geht's. Die Runde mit. Boah, ich bin immer so scheiß eklig, ey. Lindu-Schmar-Smus. Nee, lass mal kurz zwischen noch was trinken, bevor wir diese Puffdinger. Die Puffdinger. Hat das keiner gehört. Wir trinken einen super tollen. Wir trinken zwei Sachen. Wir trinken einmal den. Ach, zeig's in die Kamera, ich bin auch schon blöd. Zwei sind Energy Drinks oder was? Einmal Peru und einmal. Ich lese Lime. Ich nehme Lime. Ich nehme das andere. Welche bleiben? Also, ja, gut. Dann probieren wir es mal. Das sind irgendwas mit Koffeingetränke. Wahrscheinlich springen wir gerade hier auf die Couch gleich auf und rennen durch den. Ich bin nass gemacht. Er ist tätowiert. Oh, das riecht irgendwie schon mal sehr komisch. Irgendwie wie Limo. Aber komische Limo. Meins riecht bitter. Sag mal hier erstmal, wo du da drin rumfühlst. Boah, das heißt wie schlimmer. Meins geht eigentlich. Meins schmeckt ein bisschen bitter, aber sonst auch nichts. Meins schmeckt eigentlich nach Limo. Nichts ganz so süße Limo. Meins schmeckt nach nichts, nur ein bisschen bitter. Wie bitter das Wasser. Ach, die schlecht, kann man kaufen? Warte, ein Schluck nehme ich noch, auf euch. Schmeckt immer noch nach nichts. Könnt ihr machen das nächste? Machen wir den Puff weiter. Okay. Jetzt haben wir, ich weiß nicht, was es sein soll. Ich glaube, es soll ein Chip sein, bin mir da aber nicht ganz sicher. Steht ja Pop. Es ist natürlich Popcorn, habe ich ja gesagt. Ne? Ein kurzer Schnitt, nicht wundern. Popcorn? Wir essen heute Popcorn. Wir sind gesalzen mit Karamell, das ist eine komische Mischung. Wirklich eine komische Mischung. Man kennt das sonst so wie süß mit Karamell, dazu gezuckert. Mh. Fand irgendwie einen geilen nee. Geruch, finde ich. Schmeckt wie Kino halt. Und nach Karamell. Zeig das mal hier den Leuten zu Hause. Popcorn, ich glaube, jeder kennt Popcorn. Nee, das Popcorn ist isländisch, schmeckt anders. Achtung, ich mache jetzt einen Trick, ich mache jetzt richtig krassen Trick. Oh. Hm. Schmeckt wie ranziges Popcorn. Ist schon, ne? Aber ich bin nicht so ein Popcorn-Fan, schmeckt halt. Ja, warte mal. Komisch. Wie lappriges. Altes in Käse verschwitzt Socken gehangenes Popcorn. Hat 2014 mal gewonnen. Ich frag mich noch hier was. Hat aber so Freunde, kurzer Cut, die Kamera vor nach 20 Minuten. Heißt, wir sitzen schon 20 Minuten hier logischerweise. Popcorn schmeckt immer noch nicht besser. Würdest du empfehlen für einen Kinofilm? Naja, wenn du nachkotzen willst, ja. Ich schau lieber Kartoffelsalat an. Naja. Willst du was trinken oder? Ich trinke mal einen Schluck von meinem. Mal von nichts, hab ich gemeint. BCA. Ja, ich trinke etwas von meinen nachts nicht schmeckenden bitteren Flüssigkeiten. Also am fünften Mal muss ich sagen, schmeckt immer noch nach nichts. Nur bitter. So. Was machen wir?
Den hatten wir schon. Nehmen wir mal was, was wir kennen. Ja, das passen wir hier. Stimmt, das kennen wir nämlich nicht. Das ist etwas, was wir nicht wirklich kennen. Das ist, ist ein Löwe. Was ist das? Sag mal. Ist das vielleicht fast wie ein Hund? Das ist Hundefutter? Nee, Mango, Strawberry und Pure Fruit Shapes. Quasi Früchtescheiben. Ich will nicht so viel! Eingetrocknete Früchte oder was? Früchtescheiben quasi. Schmecken vielleicht nicht so schlecht. Wie ist so die Gummibärchen? Die plattgedrückte Gummibärchen. Nur so ein bisschen poröser, ein bisschen brüchiger. Ja. Nur solche Bio-Mütter Gummibärchen. Bio ist für mich Abfall. Nee, kann man essen, aber. Ich würde sagen, wir trinken noch was, dann machen wir das und dann machen wir diese Köstlichkeit dahin. Oder vielleicht davon noch was. Nee, essen wir jetzt das und danach trinken. Du hast das Fisch essen? Nein, machen wir am Ende. Ey, wir haben was mitgenommen. Ich glaube, das ganze Auto, der ganze Kofferraum, nee, was ich weiß nicht. Das ich ganze nicht. Auto hat danach gestunken. Und ist dann super. Ein Speich auf die Kamera. Ich esse es. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber. Mal gucken. Jetzt kommt was, was man vielleicht auch in Deutschland kennt. Man kennt ja. Man kennt Mentos, aber ich habe noch nie Mentos mit Schoko und Karamell gegessen. Ich auch nicht. Ich hoffe, es schmeckt wie Toffifee, das wäre geil. Aber wir wollen mal gucken, natürlich hier. Also, das soll das natürlich auch. Ein bisschen businessmäßig hier hinsetzen, ein bisschen auch seriös machen. Ja. Boah, die Alter. Sieht das aus, wie ich hier aufbekomme. Ich will hier ein bisschen eine Spannung machen. Aber Zeitraffer. So sehen die also aus, die Mentos. Kennt man auch aus Deutschland, wie schon gesagt, aber halt nicht mit Schoko, Karamell, was das ist. Also bei uns gibt es den, schaut echt irgendwie aus wie. Ich glaube, die sind jetzt schon schlecht, man kann es. Boah, sind die fett. Alter! Die sind größer als die normalen Mentos. Die sind aber riesig! Die normalen sind voll platt gedrückt! Ich finde die Toffifee. Oh, Alter, bin ich hart. Glaubst du, es heute schmecken wie Toffifee? Oh, ich glaube, es einfach so weiter. Ich bin wie Toffifee hart. Und dann Toffifee ist noch eine Toffifee. Ohne diese Nuss in den Toffifees. Nur ein bisschen zusammengedückter, komprimierter, härter. Mhm. Ich denke, ist sehr gut erklärt, oder? Was ist zum Lutschen? Ach so. Egal. 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 Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den. In den Buff. Es gibt Buff-Sachen. Keine Ahnung, wie die schmecken. Was soll ich denke weiß? Mal, das sind wie diese. Genau wie die. Schoko. Bounty. Nee, das sind wie die Schokoladen. Wie heißen die denn? Ich kann die Welle jetzt nicht sagen. Dickmann. Dickmanns, genau. Schaumkeks mit Schokoladenüberguss. Also eigentlich Mornköpfe, kann man so sagen. Du meinst Negerkuss? Ja, oder so. Hab ich nicht gesagt, okay? Dann. Härter nur, weil wenn man diese Mornköpfe eindrückt, dann sind die mal. Wir wollen doch die zu essen, keine Angst. Politische Korrekt? Oh ja. Ich hing gerade noch was Weißes am Mund. Ja. Oh. Wenn schlecht. Klebrig im Mund. Klebt dir die Fresse zusammen. Weil ich höre meinen Pump-Pump-Dinger da. Alter. Was kriegst du?
nicht im Ganzen nehmen. Alter, tu die weg. Mmh. Ich fange jetzt mal den Tisch noch. Danach ging mir eh Schwein. Du musst noch die Dinger trinken. Nein, das soll ich trinken. Oh, das ist nichts Besonderes. Oh, doch. Alter, mein Mund ist so. Das ist nichts Besonderes, glaube ich. Mmh. Die lassen wir mal weg erstmal. Wir haben hier noch so zwei Getränke. Melonen Saft will ich unbedingt probieren. Alter, meine Fresse klingt immer noch. Bye-bye heißt das. Bye-bye. Das ist einfach nur Limo mit Wassermelone und das ist Peru. Die ganze Fresse klebt. Warum die Kamera nicht vorher schon so hingestellt? Wir müssen jetzt das Trinken kommen. Ohne Melone Ding. Oder ist das Ananas? Melone? Bist du Ananas? Ich probiere nochmal, ja. Okay. Puh, das riecht aber. Riecht deins? Das stinkt ein bisschen deins. Oh, wenn du mir sagst, das stinkt nach Furz. Ey, diese Aussage, ne? Okay. Salut! Salut! Prosit! Weg damit! Also, mein schmeckt eklig. Wie kann man sowas trinken? Alles, was nicht schon süß genug ist, muss man noch so viel Limo reinhauen. Ich weiß nicht, was das ist. Boah. Ich hab gerade vom Auto einfach irgendwo abge. Boah. Probier du mal. Boah. Ist da alles nur nicht Wassermelone? Ich glaube, das ist Scheibenwischerwasser oder so. Das schmeckt nach Kühlerfrostschutz. Was? Okay, Ananas, schmeckt es wenigstens noch Ananas? Was ist das? Ananas schmeckt wenigstens ein bisschen nach Ananas. Aber ist es Scheibenfrostschutz? Nein. 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 No. 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 Kann man nicht trinken. Ist das ekelhaft? Ich würde sagen, nur ein normales. Nein, das ist nur Fischloch. Nein, ich muss. Ich esse das da. Was normales? Nein, das kennen wir ja. Ess du das hier. Normales ess das. Okay, dann esse ich das. Nein, einmal noch wieder für dich. Für Scheiß Haupt. Wow. Ich muss kosten gleich. Das ist noch für dich. Oh nein! Wobei. Ja, doch, ich gerne. Wir haben hier mal auch nicht gut geschmeckt. Wir haben jetzt noch Haribo, nur ist sauhart. Ich ahne Schreckliches. Wir haben leider nichts mehr, ich glaube, das war's mit dem jetzt Eat. Wir haben noch was. Nein, wir haben nichts mehr. Vielen Dank. Nein, will ich nicht. Leute, kommt zum Ohr. Willkommen zum Highlight des Tages. Jedes am Tisch was geklebt. Kommt zum Highlight des Tages. Das weiß ich nicht, das kannst du essen. Wir haben Fische. Bitterskur. Boah, ich hab. Boah, das riecht wie, wenn du zu der Fischerei gehst. Ich habe richtig Bock darauf, mir ist jetzt schon ohne Witz leicht schlecht. Und jetzt geht's gleich mit euch die Übersteigerung. Riecht mal. Boah, zeig mal. Zeig mal her. Boah. Ich meine, ich hasse das, wenn sich Leute Videos so anstellen, ne? Wie nun zum. Ihr wisst schon. Ey, aber dieses Zeug, ne, das stinkt so. Also, oh, das riecht. Oh. Hier so Katzenfutter. Boah. Okay, Leute, ich probiere jetzt. Riecht nicht nur Fisch, das riecht nach. Oh. Mein ist nicht so ein Scheiß. So sieht's aus. Ist irgendwie so ein Fischzeug. Ey, das riecht wie so getrockneter Fisch. Boah. Wollen wir es gleich lieber beenden? Mm-mm. Wollen wir es gleich lieber beenden? Oh ne, ich hab ein bisschen Angst. Hier ist die mit dem Fisch. Ich hab ein bisschen Schiss. Ich kann das nicht essen. Kann man das überhaupt essen?
Okay, hat auf jeden Fall viele Proteine. Ich fühle mich gerade die Backwards, alle hier überall Kameras, aber. Okay, auf drei, okay. Eins. Zwei. Ich hab's noch. Ich will es nicht essen. Ich will es nicht essen. Gib mir die Kamera weg. Ich will es nicht essen. Okay, oh. Riech mal. Und die Spuckschüssel. War vor dem Supermarkt noch so voll angeberisch. Ja, nämlich ich esse das nicht unbedingt hier und da. Ich trau mich gar nicht auf, du Beischung. Boah. 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 Boah, Alter. Alter! Boah! Oh! Wisst ihr, wie das schmeckt? Ich kann es nicht definieren. Boah, du beißt da drauf? Boah, nein! Nein! Wie soll ich so unseren Nachbarn schenken? Wie die Nachbarn? Komm mit! Was ist hier wieder auf? Man muss sagen, wir sind in einem richtig, richtig noblen Hotel. Hast du die Karten? Nein. Noch von meinem Nachbarn an. Nein. Oder doch. Mach du. Welches Zimmer nehmen wir? Ich warte nicht. Dann komm, wir schmeißen weg. Das bin ich nicht mehr ohne Obdachlosen. Nee, komm her. Komm mit, wir gehen zur Rezensionsdame. Wollen wir sie fragen, was das ist? Nein. Es ist gar niemand da. Wir schenken es dann nachher noch der Rezeptionsdame. Wo ist unser Zimmer gewesen? Hier ist unser Zimmer. Wo? Hä? Hey, hier oben ist schön, komm her. Wo bist du? Boah, nee, ich schmeiß diese. Ich will es dann noch herschenken. Oh nein, vergiss es. Abruf, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ciao. Moment, meine Damen und Herren, ich möchte noch ein Schlusswort richten. Es niemals um. Esst niemals getrockneten Fisch in Island. Da kann man nur kotzen. Alter, welche Kamera soll ich jetzt schauen? Kamera 1 oder Kamera 2? Ich sehe die Nachrichten immer. Freunde, ich erhebe mein Glas auf euch. Ich bedanke fürs Zuschauen. Chris hinter der Kamera bedankt sich auch. Sagt mir nächstes Mal danke. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Das ist für uns der letzte Tag. Nee, der vorletzte Tag. Der vorletzte Abend in Island. Geh noch hier hin. Der vollste Abend in Island, in Reykjavik. Ich bedanke mich. Trinkt auf euch. Nein, wo ich trinke noch ein bisschen Melone. Zum Schluss aber die Melone. Ich trinke das Scheibenwischerwasser. Ich ex es jetzt weg. Zum Schluss des Videos. Ich ex es jetzt weg. Okay, Leute. Ich tue es für die Klicks. Mein Spaß. Auf euch. Oh, wir haben noch was. Oh Gott. Es war kein Exen. Oh. Heule in den Augen. Da unten ist das Rosso Pomodoro. Ich muss kotzen. Ciao. Oh. Schaut mal, unten steht unser Auto. Oh. Oh. Da ist unser Auto. Oh, er ist weg. Okay, also ciao.